Heute steht der Küchenredo an. Das ist schon fertig. Das Loch haben wir schon gebohrt. Das musste so ein bisschen im Rahmen mit anderen Sachen geschehen. Das kann ich euch mal einblenden, wie das gemacht worden ist und die Probleme damit. Gestern lief das richtig fail. Ich dachte, ich habe schon einen großen Abstand gewählt zur Wand. Der war nicht groß genug und dadurch habe ich ein bisschen hier außen, sieht man das, da reingesäbelt. Da sollte ein Flanschen noch von unten reinkommen. Das geht jetzt nicht mehr. So, das ist nicht weiter schlimm, dass es jetzt nicht passt, weil der Schlauch passt jetzt auch so durch. Wir hatten das ja mit dem Flansch größer geplant. Also kann ich den Schlauch auch so durchstecken und ich dichte es einfach dann mit Dichtmasse ab. Ich habe das jetzt schon lackiert. Ja, und dann geht das auch so erstmal. Ist jetzt ein bisschen suboptimal gewesen, aber man kann es noch retten. Das ist schon mal ganz gut. Jetzt müssen wir den Schlauch setzen, den Abschlauch, Abwasserschlauch. Und dann können wir schon die Schubladen bauen. Erst den Kühlschrank rein und der Rest muss dann reingefiddelt werden, wie es passt. Genau. Ist eigentlich straightforward, die ganzen Arbeiten. Jetzt erst den Schlauch ran. Dafür habe ich mir so eine spezielle Adapter geholt, der 90 Grad geknickt ist, um möglichst viel Platz zu sparen. Der ist dann auch, geht dann auf den Abwasserschlauch. Kann man hier dran drehen. Da muss irgendwie noch eine Dichtung rein. Da ist jetzt irgendwie keine drin. Also so ran. Genau, und so kann man den Schlauch halt direkt nach hinten wegführen. Nice. So sieht das jetzt aus. Hier kommt noch was drum, damit das ein bisschen fester ist. Durchführung, unten geht es noch ein gutes Stück raus. Da kommt später noch mal ein Tank hin wahrscheinlich. Jetzt läuft es erstmal nur so runter. Dann kann man was drunter stellen, einen Kanister, keine Ahnung was. Dann, und das wird hier noch mal fixiert an der Wand. Irgendwie hier mit einer. Ich klebe das noch ein hier unten mit Karosseriedichtmasse. Das mache ich aber erst am Ende des Tages, wenn ich hier durch bin mit den Arbeiten, dann komme ich da nicht irgendwie gegen und löst da wieder was. Das machen wir jetzt am Ende. Jetzt bauen wir erstmal die Schublade bzw. die Plattform für den Kühlschrank. Ja, Brainlegs. So, ein langer Tag geht zu Ende. So schaut es jetzt aus. Das ist der Kühlschrank. Zack, so macht man ihn auf. Wir haben uns erstmal dafür entschieden, das hier so offen zu lassen. Hier kommen noch Blenden, die über diese Seiten gehen. Hier sollen Schubladen reinkommen. Und dieses Fach haben wir jetzt offen gelassen, weil wir würden hier viel Platz verlieren, wenn wir jetzt hier Schubladen machen würden. Und ich finde es irgendwie nicer, da Sachen noch so reinzuschieben. Also hier wird das nochmal festgemacht. Das gibt einen kleinen Rework. Und hier kommt natürlich noch eine Blende vor mit einer Klappe, die man nach unten klappt, schätze ich mal, oder nach vorne. Ja, mal schauen, was da reinpasst. Ich habe die Schubladen jetzt fertig. Bisschen klobig. Hätte man ein bisschen dünneres Material nehmen können. Gut, jetzt kommt halt der tricky Part, die Auszüge einzubauen. Ich zeige euch mal, wie ich das bisher gemacht habe. Ja, ich baue erst quasi die Schiene ran, die an die Wand gehört. Und dann versuche ich das so ein bisschen auf eine Linie zu bringen. Und baue dann den Part an, der an die Auszüge, also in den Schubladen kommt. Gut, und dann können wir auch noch zu den Blenden kommen, aber das dauert auch noch ein bisschen, ne? So, jetzt haben wir hier quasi ein Problem. Die Dinger sind drin, die Scharniere, läuft. Jetzt sieht man, hier ist halt quasi ein zu großer Abstand. Das wird die leicht rausziehen hier später. Und das wird dann, das ist nicht gut. Und jetzt werde ich da nicht alles ändern, Kiste nochmal neu bauen, dies, das. Sondern wir werden jetzt hier was zwischen machen. Entweder so ein MDF-Streifen. Der sieht schon richtig gut aus. Der passt quasi perfekt hier zwischen und überbrückt das dann. Das wird man später kaum sehen. Aber so ist der Einbau, kann man so ein bisschen beifuschen, dass die Schublade vernünftig auf und zu geht, ohne dass die quasi rausgeht. Das kann man auf eine Seite, muss man jetzt durch diesen steifen Zwischen. Und ich schätze mal, dann wird das gut gehen. So,
Jetzt lege ich hier zwar diese Streifen drunter, damit ich ein bisschen Abstand nach unten habe, damit die nicht schleift, wenn das Holz sich ausdehnt. In der Theorie müsste es jetzt gut sein. Jetzt kommt quasi ein bisschen hier rein. Dann sieht es, Abstand ist da. Jetzt zeichne ich mir den Lochabstand hier ein. Hier. Und übertrage das hier mit einer Linie, auch hier. Hier passt das eher noch. Und dann übertrage ich die Linie auf die ganze Länge und dann schraube ich das nochmal ab, das ran, und dann schauen wir, ob es passt. So, first try. Ne, fünftes Mal. Ob die Schubladen passen. Also es passte schon immer so ein bisschen, aber ich wollte halt, dass es noch smoother passt. Dass man nicht gegentreten muss, um die zuzumachen. Wir haben hinten, jetzt ist eigentlich ziemlich nice. Man hört jetzt keine großen Geräusche. Und es ist hinten jetzt kein Soft Close, sondern es ist so eine Art, ja, man drückt so ein bisschen rein. Das finde ich eigentlich ganz nice. Da gibt es quasi so einen Anfangsimpuls, den man braucht, um rauszuziehen. Und die werden ja nochmal hier gesichert an der Seite. Aber so kommen die eigentlich gleich entgegen. Das war jetzt der erste Streich. Die zweite folgt zugleich. So, die Schubladen sind drin. Jetzt kommen die Blenden. Und zwar habe ich die hier zurechtgesicht. Die kommen da drauf. Ich werde das diesmal probieren. Ich habe ja schon noch ganz verschiedene Arten gemacht. Von unten alle hoch und dann immer was zwischengelegt. Ich will diesmal von oben bei der anfangen. Und zwar will ich das mal versuchen mit Klebern zu machen, doppelseitig. Fertig. So, das war der erste Streich. Jetzt kommt hier noch ein Griff dran. Gleich, bald, irgendwann. Und da bin ich eine gute Idee hat. Und dann werden wir noch weiß lasiert. Und jetzt kommt hier dann die Klappe dran. Ich habe hier diesen Überstand gelassen. Deswegen wollte ich mit dem Burschen hier anfangen. So, Vorführung. Schublade. Oh ne, jetzt habe ich da was reingesteckt. Warte, ich muss da noch was rausfummeln. Vorführung muss noch kurz warten, ja? Papa! Deine Schublade war noch zu lang. Ja, Mucksti? Aber. Guck mal, wir haben jetzt Schubladen. Warte mal. Kalle braucht, glaube ich, eine Kuscheleinheit. Oh, oh, oh. Er ist müde. Guck mal. Guck mal, Kim. Oh, guck mal, Muckstis. Ihr müsst doch stolz sein jetzt. Kommt mal rein, Mama, hier. Guck dich mal an. Ich habe die Füße aufgeschnitten. Jetzt will ich mal schauen, wo ich überall Glasblätter habe. Jetzt sind die zwar nicht gleich groß von den Blenden. Aber? Das geht halt nicht, sonst hätte man das oben nicht zu. Das ist klar. Okay. Aber da kommen dann noch... Genau, kannst du mal dran ziehen so? Dann kann man da Sachen reinpacken. Ja. Schön, schön. Jetzt wird unten die Blende noch neu. Na, und dann ist die Küche, geht da gut voran, Jungs. Ich habe jetzt die Schubladen drin, die Blende eingebaut. Leider ist es ein bisschen blöd. Das ist, diese Bretter, die verziehen sich mit der Zeit immer. Aber ich werde es erstmal so lassen, es wird sich sowieso wieder verziehen. Hier kommt, also jetzt werden sie erstmal weiß gestrichen, Griffe ran. Hier kommt noch eine Aussparung ran, weil man muss hier durchgreifen, um den Kühlschrank aufmachen zu können, sonst kann man den von innen nicht aufmachen. Aber dann ist die Küche auch nicht so weit fertig. Der Abfluss ist ja auch schon dran. Ja, jetzt müssen wir das echt nur noch mal streichen. Dann ist das fertig. Ein Licht hier oben. Da sollte ja noch ein Licht hin. Das kommt dann auch noch. Oh, ich bin müde. Ja. So, wir haben jetzt hier unten hier noch mal einen Griff reingemacht. So kann man das rausziehen und dann hier öffnen. Sonst kann man das hier nicht öffnen. Jetzt machen wir noch
die restlichen Griffe dran. Und hier bei der Tür kommt noch so ein Magnetschnapper hin. Also ein Magnetding, das es dann zuhält. Und du musst das mal so vorhalten, gucken, dass es bündig ist. Warte, das muss ja ein bisschen weiter rein wegen dem Metall, ne? Meinst du, so geht das? Okay, nimm mal das Holz kurz weg. Jetzt können wir hier noch das Metallstück dafür drin. Papa holt mal eben eins. Ganz gut hier warten. Ich mache jetzt hier nochmal die Griffe ran. Wenn wir uns für diese schicken, diese Apothekergriffe, die eben ran. Und dann ist erstmal soweit fertig. Dann kommen jetzt hier nur noch an den Seiten die Laschen ran. Hier kommt noch so ein Lederband dran mit einem Druckknopf, dass quasi die Schubladen bei der Fahrt nicht aufgehen können. Obwohl die ja schon so einen kleinen Anfangswiderstand haben. Wenn die aber schwer sind, könnten die ja trotzdem aufgehen. Ich habe die Griffe dran. Erstmal hier die zwei. Hier kann man das Feld auch so öffnen. Da kommt ja noch ein Magnet dran. Und das hat jetzt keine Sicherung. So könnten die ja aufgehen bei der Fahrt. Deswegen habe ich entschieden, aus so Lederriemen und Druckknöpfen kann man einfach dann schnell das abziehen. Zack. Wenn man dann irgendwann weiterfährt, einfach draufdrücken. Das ist irgendwie das Simpelste. Und ich wollte jetzt diese Pushlocks wollte ich nicht. Finde ich irgendwie so ein bisschen eleganter. Hier mache ich jetzt nichts. Mal gucken, ob es jetzt hier so reicht. Hinten hat es halt ein bisschen Spiel. Aber ich schätze mal, dieser Druckknopf, die halten ja so am meisten aus, dass sie quasi auf Zug sind. Ich glaube, ich werde so einen Push-Knopf auch noch hier ins Klo machen, dass das hier auch nicht während der Fahrt raus kann. Ja, dann haben wir die Küche soweit fertig. Oben die Lampe wird noch reingebaut. Das mache ich, wenn wer wieder da ist, Julian wieder da ist. Ich glaube, ich würde es auch alleine hinkriegen, aber er ist der Profi. Wenn der Profi es besser kann, lieber der Profi, ne? Also können wir endlich abhaken. Also, wir können endlich abhaken. Schubladen haben wir gebaut in der Küche. Kruckel, kruckel. Kühlschrank haben wir eingebaut. Steckdose haben wir, neuer Abfluss haben wir. Das soll erstmal reichen für dieses Video. Das nächste ist dann das Kinderbett. Wuhu! Ein zweites Kinderbett und noch ein drittes. Ne, erstmal das zweite. Das versuche ich aus dem anderen Bett zu bauen, aus dem Klappbett. Das versuche ich zwei Betten rauszubauen. Aber das ist für nächstes Video, da könnt ihr gerne wieder einschalten. Dauert noch ein bisschen, bis das dann kommt. Ja, gerne abonnieren, kommentieren. Schön, dass ihr zugeschaut habt. Ciao.